Ich erzähle euch jetzt eine kleine Geschichte aus China. Es war einmal ein alter Mann. Er hatte einen Sohn, ein Pferd und einen Whopper-Ohrwurm. Doch eines Tages lief sein Pferd davon. Als sein Nachbar davon Wind bekam, sagte er dem alten Mann: "Tut mir echt leid, was ein Unglück mit deinem Pferd." Der alte Mann erwiderte: "Unglück? Oder vielleicht ja doch Glück?" Ein paar Wochen später kam das Pferd zurück und brachte einen ganzen Haufen wilder Pferde mit. Der Nachbar sagte: "Ha, da ist ja echt Glück jetzt." Glück oder vielleicht Unglück? Bei so vielen Pferden konnte der Sohn des alten Mannes nicht aufhören, durch die Gegend zu reiten, was irgendwann dazu führte, dass er sich mit einem seiner Wendys hinlegte und sich sein Bein brach. Der Nachbar wieder: "Hey, sorry das mit deinem Sohn, das ist ja voll das Unglück." Unglück oder doch Glück? Denn nur kurze Zeit später brach ein Krieg aus. Viele Söhne wurden zum Militär eingezogen. Der Sohn des alten Mannes blieb verschont, weil er das gebrochene Bein hatte. Alter, da hattest du ja echt Glück. Wir haben's verstanden. Musst du nicht irgendwo anders sein? Fand ich ganz interessant. Und verlinkt mal jemanden, der heute Glück gebrauchen könnte. Man darf sich auch selber verlinken.